sind gut außer KfW. Jetzt ist der Thema. Guten Tag. Wir sind die Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs, IPPNW e.V. Und wir organisieren dieses Wochenende hier in Frankfurt einen Friedenskongress. Heute sind wir im Frankfurter Bankenviertel. Wir wollen vorbereiten auf den Kongress hier in Frankfurt eine Aktion machen, gemeinsam mit aktiven Mitgliedern, mit der Geschäftsstelle der IPPNW, mit Vorstandsmitgliedern und darauf hinweisen, dass auch deutsche Banken den Krieg oder die Kriege weltweit mitfinanzieren und machen dort eine große öffentlichkeitswirksame Aktion. Ja, ich würde mal sagen, sieht aus wie eine Bombe. Wenn wir über Krieg sprechen und Kriegsprävention, dann müssen wir an die Ursachen gehen. Und auf der Suche nach den Ursachen von Kriegen, Konflikt, Gewalt und Vertreibung sind wir hier ins Frankfurter Bankenviertel gekommen. Man weiß, dass hier sehr viel Macht, sehr viel Geld in diesem Frankfurter Bankenviertel steckt und dass von hier auch sehr viel Leid in die Welt getragen wird. In Form von Investitionen in Rüstungsfirmen, in Panzer, Atomwaffen, Streubomben. Frankfurter Banken wie die Deutsche Bank, die Commerzbank, die DZ Bank, die DK Bank und die Kreditanstalt für Wiederaufbau finanzieren internationale Rüstungsfirmen. Wie kann es sein, dass deutsche Banken hier im Frankfurter Bankenviertel ihr Geld in Kriegswaffen investieren, die jetzt beispielsweise im Jemen oder in Bürgerkriegen im Irak und in Syrien Hunderttausende Menschen in die Flucht treiben, Zehntausende von Menschen verletzen und umbringen? Mit den Waffen, die durch deutsche Banken finanziert werden, werden nicht nur Kriege geführt, sondern auch Existenzen zerstört, Demokratie und Menschenrechte mit den Füßen getreten. Und man muss einfach da auch die Verantwortung hier bei den deutschen Banken sehen. Sie finanzieren Firmen, die Atomwaffen herstellen. Die schrecklichste Waffe, die die Menschheit je entwickelt hat. Eine einzige Atombombe kann eine Stadt mit Millionen von Menschen binnen Sekunden auslöschen. Wir sind ja alle zurzeit sehr betroffen von den Bildern der Flüchtlinge, die zu uns kommen. Und da muss man sagen, eine der Ursachen für diesen Flüchtlingsstrom ist genau hier zu finden, im Frankfurter Bankenviertel. Denn durch die Unterstützung von Rüstungsindustrien, durch die Unterstützung von Krieg, tragen deutsche Banken dazu bei, dass in diesen Ländern Menschen um ihre Heimat gebracht werden, vertrieben werden, dass sie flüchten, eben zu uns. Es gibt einmal die Diskussion über Flüchtlingspolitik und davon ganz unabhängig werden weltpolitische Themen diskutiert. Auf unserer Konferenz probieren wir diese beiden Punkte zusammenzubringen, dass das, was politisch entschieden wird, was heute passiert in der Ukraine, im Nahen Osten, in einzelnen Teilen Afrikas, dass das einen direkten Zusammenhang hat mit den Menschen, die dann hier bei uns ankommen und um Schutz und Asyl bitten. Und ich würde sagen, wir als Deutsche, der viertgrößte Waffenexporteur weltweit, der die Kriege und Konflikte im Mittleren und Nahen Osten durch Waffenlieferungen beispielsweise an Katar und an Saudi-Arabien jahrelang, jahrzehntelang mit unterstützt haben, haben eine besondere Verantwortung, die Opfer dieser von uns mitverursachten Kriege auch aufzunehmen. Das ist letztendlich der Preis, den wir für unsere glänzenden Waffengeschäfte jetzt zahlen. Wir demonstrieren gegen die Frankfurter Banken, die deutschen Banken und alle Banken weltweit, die mit Rüstungsgeschäften ihr Geld verdienen. Und wir rufen sie auf, im Interesse auch ihres Geschäfts, im Interesse der Menschheit, im Interesse des Friedens, kein Geld mehr in Rüstungsfirmen zu investieren. Auch wir Ärztinnen und Ärzte müssen ganz selbstkritisch schauen, wo wir unser Geld anlegen, aber auch wo unsere Versorgungswerke, also unsere Rentenkassen beispielsweise, Geld investieren. Die Deutsche Ärzte- und Apothekerbank beispielsweise unterstützt Heckler & Koch, den Hersteller von G36-Gewehr. Hier auf diesem Platz finden Sie Aktivistinnen, Aktivisten, Ärztinnen und Ärzte der IPPNW, die Sie darüber aufklären und informieren können, nicht nur was für ein blutiges Geschäft deutsche Banken mit der Rüstung betreiben, sondern auch, was Sie als Einzelne, als Bürgerinnen und Bürger, als Bankkundinnen tun können,
unsere Kampagne Don't Bank on the Bomb, also steckt kein Geld mehr in die Bombe, soll Leute dazu animieren, zum einen ihre Banken dazu aufzurufen, nicht mehr weiter Geld in Atomwaffen zu stecken und Firmen, die Atomwaffenkomponenten produzieren, und zum anderen dann auch die Bank zu wechseln, um den Druck zu erhöhen, auf die Frankfurter, auf die deutschen Banken aus diesem Atomwaffengeschäft endlich auszusteigen.